Moin Leute, ich bin Ralf vom Slide Campus und willkommen bei 5 Minuten Slide Design. In diesem Format investiere ich maximal 5 Minuten, um eine Folie umzudesignen, die mir ein Nutzer geschickt hat. Und heute designe ich direkt zwei Slides, die mir Adam aus Düsseldorf geschickt hat, welche er für eine Uni-Präsentation benötigt. Also maximal 5 Minuten pro Slide, los geht's! Und zwar handelt es sich hier um eine Titelfolie und um eine Gliederungsfolie. Und die Präsentation geht über Georges Seurat. Der Name sagt mir gerade noch nichts und der Untertitel ist Ein Sonntagnachmittag auf der Insel La Grangeade. Also wir kopieren erstmal den Titel der Folie und schauen, was Google uns da hergibt. So, wir geben also hier Georges Seurat ein und sehen, dass der Herr ein Zeichner, französischer Maler und Zeichner war. Und wenn wir jetzt mal Sonntagnachmittag aus dem Untertitel eingeben, dann sehen wir, dass ein Sonntagnachmittag auf der Insel La Grangeade ein Gemälde von Georges Seurat ist. Das heißt, die Präsentation geht genau über dieses Gemälde. Deswegen sollten wir auf jeden Fall uns ein Bild dieses Gemäldes nehmen und auf der Titelfolie platzieren. So, und wir nehmen mal hier das erste, was uns angeboten wird. Rechtsklick, Bild kopieren. Gehen zurück auf unsere Präsentation und fügen jetzt das Gemälde hier auf der Präsentation ein. Und weil die Präsentation über dieses Gemälde geht, ist es wichtig, dass dieses auf jeden Fall ganz sichtbar ist für den Zuschauer. So, und jetzt markieren wir hier den Text im Hintergrund. Jetzt haben wir den Text markiert und skalieren den so, dass dieser sich quasi rechts neben dem Gemälde befindet. So, machen wir das doch mal. Jetzt machen wir den Text noch linksbündig. Vielleicht noch den Untertitel ein bisschen kleiner, damit es nicht ganz so eng an der Kante der Folie ist. So, und jetzt haben wir hier das Bild, über das es geht. Den ersten Titel, nämlich Georges Seurat, und dann den Untertitel. Und was ich gerne mache, ist, ich nehme den ersten Titel und mache diesen fett, also noch viel deutlicher als den zweiten Titel, um einfach eine visuelle Hierarchie auf der Folie zu schaffen. Dafür ändere ich auch mal die Schriftart in Calibri und wir können jetzt zum Beispiel auch die Buchstaben hier bei diesen Doppel-A zu Großbuchstaben machen. So, jetzt haben wir den Untertitel, den können wir dann auch noch ein bisschen dünner machen, nämlich von Calibri zu Calibri Light wechseln. Und so haben wir quasi direkt eine Hierarchie in dem Titel gemacht. Das heißt, der erste Titel ist ganz deutlich sichtbar und der Untertitel ist direkt darunter, aber visuell ein bisschen abgeschwächt. So, und jetzt können wir auch dem ersten Titel eine Farbe geben. Und ich würde jetzt intuitiv einfach eine Farbe nehmen, die wir hier aus dem Bild entnehmen können. Und man sieht hier irgendwie viele Orangetöne. Das heißt, wir können einer dieser Töne übernehmen. Und wie wir das am schnellsten machen ist, wir gehen auf die Textfüllung, Textfarbe oder Schriftfarbe und wählen die Pipette aus. Und mit der Pipette können wir jetzt auf jeglichen Bildbereich klicken. Und ihr seht, dass wir da quasi die Farbe entnehmen können. Und ich nehme jetzt mal hier so ein helles Orange. So. Und jetzt haben wir schon eine Titelfolie gebaut und können uns direkt der nächsten Folie, der Gliederungsfolie widmen. Und was ich hier machen würde, intuitiv würde ich zuerst die Überschrift gleich gestalten wie die Überschrift hier. Das heißt, ich würde einfach das hier markieren, Steuerung, Shift und C drücken, weil das kopiert ein Format, das Format eines Elements oder einer Schriftform, welches wir dann mit Steuerung, Shift und V auf eine andere Schrift oder Form übertragen können. Steuerung, Shift und V. Jetzt haben wir nämlich genau das Format hierhin kopiert. Was noch fehlt, sind die Großbuchstaben. Das heißt, wir halten diesen Text markiert, gehen auf die Doppel-A, Großbuchstaben, machen das vielleicht ein bisschen kleiner. So, und jetzt können wir noch diese Gliederung, ich mag keine einfachen Bullet-Point-Listen. Ich würde das mit ein bisschen Design versehen und das geht ganz schnell. Wir markieren diese Liste, gehen auf Start und hier unten finden wir den Punkt in Smart Art konvertieren. Jetzt konvertieren wir diese Liste in ein ganz einfaches Design. Nehmen wir doch mal das hier. Und Smart Arts würde ich immer mit einem Rechtsklick entgruppieren, weil dann, also das ist für mich persönlich einfacher, die einzelnen Elemente dann umzugestalten. Das heißt, ich ziehe das hier mal nach links, so links neben die Überschrift, würde den Text vielleicht noch ein bisschen kleiner machen und jetzt würde ich unter Formformatierung die Fülleffekte ändern. Vielleicht nehme ich da mal so ein leichtes Grau. Unter Start geben wir den Texten mal so eine schwarze Schriftart. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Platz und weil die Präsentation nun mal über dieses Bild geht, würde ich dieses Bild auch kopieren und hier rechts neben den Agenda-Punkten einfügen. Und ich würde das so einfügen, dass quasi das Bild unten bündig mit dem letzten Agenda-Punkt ist und oben bündig mit dem ersten Agenda-Punkt. So, vielleicht machen wir die Agenda-Punkte, indem wir sie mit einem Rechtsklick gruppieren, können wir die noch ein bisschen stauchen, so dass wir das Bild auch ein bisschen stauchen können. Und
der dritte Punkt dann wieder lesbar ist. So, jetzt ziehen wir das noch ein bisschen nach links, können die gesamten Agenda-Punkte ein bisschen kleiner machen, dass sie sich nicht hinter dem Bild verstecken. So, jetzt können wir das hier aufbrechen, Gruppierung aufheben und jetzt haben wir eine Titelfolie und eine Agenda-Folie. Und ich würde die Agenda-Folie noch einen Schritt weiter designen und dann zum Beispiel diesen ersten Punkt hervorheben, indem ich auf Formformatierung, Fülleffekte, vielleicht einfach dieses Orange annehme, womit wir auch die Überschrift versehen haben. Gehe jetzt auf Start, mache die Schrift weiß und fett und die weiteren Punkte würde ich dann so ein bisschen abschwächen. Ich würde den Fülleffekt sogar weiß machen, dass die quasi die gleiche Farbe wie der Hintergrund hat und die Schrift so hellgrau. Weil dann haben wir Folgendes geschaffen. Wir haben eine Titelfolie, eine Gliederungsfolie und können dann sagen, so als erstes sprechen wir über diesen Punkt. Und so haben wir direkt einen guten Start in die Präsentation geschaffen. Und als letztes, was wir als letztes noch machen können, ist, wir können die zweite Folie mit einem Morph versehen. Weil dann fliegt dieses Bild magisch an Ort und Stelle und wir haben direkt der Präsentation ein bisschen Dynamik gegeben. Und hier sehen wir nochmal den direkten Vergleich dessen, was wir in ziemlich genau 6 Minuten aus den zwei Folien machen konnten. Und das ist 5 Minuten Slide Design. Falls auch du Folien hast, die du von uns überarbeitet haben möchtest in einem unserer Videos, dann schick sie doch gerne an info@slidecampus.com. Und falls dir dieses Format gefallen hat, hinterlass doch gerne ein Like unter dem Video und ein Abo bei unserem Kanal. Dann sehen wir uns bereits nächste Woche beim nächsten Video. Mach's gut, dein Ralf.